Who will win the final, Bonanno or Levi the Wirt? You can bet. So, Bonannos Team. Einfach goldener Mondi. Stimmt anders, nee, Digga, für das Spiel um Platz 3, wo es eh um gefühlt nur 18 Euro oder so geht, da lohnt es sich nicht, Digga. Also wir gucken noch jedes Finale. Wie viel bekommt der Gewinner? Boah. Heute war ein relativ kleiner Cup. Deswegen nicht so viel. Aber, was heißt nicht so viel, Digga? Manche vergessen den Wert eines des Geldes. Der Gewinner bekommt 105. Der zweite 52. Ich sag dir ehrlich, 100 Euro mitzunehmen für 2 Stunden spielen, nimmt man mit. Und die Reichweite. Das schon, aber das Geöle, ja, aber da hast recht, das mit dem Öl. Aber ich sag dir so, Digga, die meisten Pros, den juckt, den die Leute bezahlen ja Buy-in, so, ne? 6 Euro jucken die Pros halt nicht, so, ne? Die meisten geht's einfach darum, klar, Geld natürlich zu gewinnen ist halt immer geil. Aber auch dieses Geöle wollen noch die meisten Pros, damit die halt, die könnten noch Rivals spielen. Aber um Geld zu spielen, ist es ein bisschen attraktiver. Ist gut, dass man überhaupt noch so Teilnehmer hat, weil ich habe gesehen, Digga, FIFA Cups laufen momentan nicht bei, also bei jedem laufen die eigentlich nicht so gut. Die Leute einfach, ist, man muss sich so vorstellen, ich finde das krass traurig, dass FIFA schon vor der Totti-Zeit so ist, wie es jetzt ist. Abo! Levi de Wirt! Oh. Wisst ihr, was ich meine? Man hat schon keinen Bock mehr auf Totti. So. Das Gefühl habe ich so, ich habe keinen Bock auf Totti. Und bin froh, wenn das FIFA ja wieder um ist. Du hast dann nach dem Totti 2 Wochen noch mal ein bisschen Spielspaß. Und was machst du danach? Bis zum Tots. Du schaukelst die Eier. Levis Übersicht. Der ist so gut, Digga. Ich habe das Gefühl, bei dem so Patches bringen nichts. Der spielt trotzdem sein Spiel trotzdem, also sehr gut. Levi aktuell der Beste. Von den Cups her, Levi ist echt sehr, sehr konstant, ne? Allgemein die Öle wichtig für die Profis, um dieses Spielersystem zu tun. Das stimmt. Kannst du mal den Link von Levis Gegner rein? Warte. Dann gehe ich auf diesen diese Seite. Ey. Der Link von Levis Gegner ist Bonanno. Warte. Das ist der Link von Bonanno. Digga, ich will Sommer, ich kann nicht mehr scheiße. Sommer ist immer geil, Digga. Sommer, du kannst einfach deine Digga, ich lass es sein mit denen, ich hab keinen Bock mehr. Die einfachsten Wörter, ich hab einfach Pelz, ne? Ich kann einfach nicht reden.
Onano hat letztes Jahr Südamerika komplett auseinandergenommen. Jetzt ist er in Europa, ne? Wird auch sehr, sehr gut. Südamerika gibt's halt nur. Das heißt nur. Nicolas gab's da, Jago gab's da. Da gab's halt nicht so krass Konkurrenz wie hier in Europa. Ich sag immer, nach Totti ist FIFA vorbei und Tots gibt's FIFA komplett noch. Man spielt's trotzdem, ne? Es ist halt, ja, oder FIFA Hass lieber halt. Also der Gewinner heute vom Becky Comp bekommt weniger als der Gewinner vom Edigella Cup, Easy Cup und Monte Cup und das soll das Niveau für den. Die Sache ist, diese ganzen Cups, Edigella Cup, also die Free Cups, die sind halt umsonst. Kann jeder mitspielen, ne? Und natürlich ist das halt für umsonst spielen lukrativer, aber die Zeiten sind halt immer angepasst, dass meine Cups halt, dass da halt kein Turnier ist von Rush aus, ne? Und wenn die Leute noch Bock haben auf so ein Buy-In-Turnier, normalerweise ist das Preis halt auch ein bisschen höher. Heute sind halt extrem wenige Spieler dabei. Guck mal, heute sind irgendwas mit 30 Spieler dabei. Normalerweise sind halt 70, ich würde schon sagen, 70 Spieler im Durchschnitt dabei oder mehr. Das heißt, das Preis wäre hier auch deutlich höher. Aber Digga, ganz ehrlich, ist halt so, mal hast du gute Tage, mal schlechtere. Und das Ding ist halt, aber was ein Tor! Oh mein Gott, Bonanno! Das Ding ist halt, man kann, was halt bei keinen Cups, außer halt bei Edi Cup ist, man kann sich bei meinen Cups, man kann Punkte bekommen. Also auch die man bei Edi sammeln kann, diese Pro Points. Und mit dem, die 30 Leute mit den meisten Punkten, die können an meinen Cups, also es gibt ein Ex, jede zwei Wochen gibt es ein 1000 Euro Turnier. Und die 30 besten Leute bis zum 1000 Euro Turnier können umsonst mitmachen. Ihr müsst euch vorstellen, also jede zwei Wochen gibt es von mir auf dem Kanal ein 1000 Euro Turnier mit den besten 30 Leuten. Also das lohnt sich da auch mitzumachen, würde ich sagen. Wie machst du eigentlich Geld mit deinen Cups? Ich bekomme monatliches Gehalt, so weißt du, was ich meine? Ich bekomme diese Cups, ist, weißt du, was ich meine? Ich bekomme halt ganz normal ein monatliches Gehalt und gutes. Gibt es bei Rush eigentlich auch Gruppenphasenturniere? Bei mir gibt es halt, bei diesem 1000 Euro Turnier ist halt Gruppenphase mit K.O. Was anderes weiß ich nicht. Elton hat letzte Showdown gewonnen. Nee. Showdown ist immer, wo es um 1000 Euro geht. Eldus hat den Cup gewonnen, normalen Blackie Cup. Also monatliches Gehalt von dir selbst oder Twitch? Wie meinst du das? Ich bekomme von Bochum mein Gehalt, ich bekomme von Twitch halt, je nachdem, was ich an Subs bekomme. Und halt monatlich von Rush, also drei Einnahmequellen und vielleicht halt auch ab und zu, wenn du irgendwie mal so ein Placement oder so hast, ne? Das sind halt so meine Einnahmen. Du hast einen Arbeitgeber für Cups, ja. Also ich mache ja meine Turniere auf der Plattform, weißt du? Die Admins, ich caste halt das Ganze und die Admins machen das die ganze mit Ergebnissen und so weiter. Mein Job ist es quasi einfach zu casten. Passt. Best of what, Ozzy? Prime ist kostenlos. Das stimmt. Das stimmt.
Weil ich sagte so, ich stimme dir auf jeden Fall zu, bei einem Punkt, dass letztes Jahr halt extrem krasser waren. Liegt aber auch daran, du darfst nicht vergessen, ich habe letztes Jahr PayPal alles gemacht, mit meinem eigenen PayPal. Die Leute haben quasi bei mir eingezahlt auf meine PayPal-E-Mail-Adresse und ich habe die Turniere auf Challenger damals gemacht, ne? Und du musst dir vorstellen, wenn du jeden Tag 200 Leute hast, die dir 5 Euro auf dein PayPal senden, denkt sich doch PayPal auch irgendwann, okay, was macht der Junge, dass er jedes Mal 5 Euro bekommt? Ist er Zuhälter? Ist der, was weiß ich, Digga, was macht er da? Und das Ding ist, man bekommt, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, extrem schnell Probleme mit PayPal, mit solchen Sachen. Und mir blieb es nicht anders möglich, meine Turniere auf eine Plattform zu machen. Deswegen war ich dann bei eSpotion. Damals, die haben quasi meine Turniere über weiter übernommen. Und jetzt natürlich bei Rush, ne? Natürlich, wenn du die Cups mit deinem eigenen PayPal-Konto machst, hast du mehr Teilnehmer. Ist auch alles einfacher, sagen wir es mal so. Aber meine Mods mussten damals die Ergebnisse selber einschreiben. Die Spieler haben quasi auf dem Discord geschrieben, wie die gespielt haben. Dann wurde das von meinen Mods übertragen. Ich musste jeden Tag über 250 Leute selber eintragen. Wer halt mitspielen wollte. Warte mal. Alex, vielen Dank für deinen Prime Sub im zweiten. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank, Alex. Sehr, sehr korrekt. Genau, für mich war es echt extrem schlimm. Aber ich habe die Zeit trotzdem, mir hat es ja Spaß gemacht, ich habe es trotzdem gemacht, ne? Und ich habe halt damals kaum was verdient an diesen ganzen Cups. Dann muss ich halt ehrlich sagen, jetzt bekomme ich halt wirklich, bin ich sehr, sehr zufrieden, was ich bekomme. Und klar ist das deutlich weniger geworden, aber man muss auch so sehen, es gibt... Ey, was passiert hier auf einmal? Topscout, auch danke dir, Digga, für den 6. Monat. Vielen, vielen Dank, Digga. Sehr, sehr korrekt. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ich verstehe immer noch, wie man das rechnet. Das klingt ziemlich interessant. Wie sich das rechnet. Alles gut, zwei Video, Digga. Alles gut. Sei mir nicht böse, wenn ich das sage, aber ich hoffe, du stellst. Nee, Digga, weil ich stimme das doch nicht übel, Digga. Ich weiß doch selber, dass die Cups früher viel krasser waren mit Teilnehmern und so. Weil die Leute sind faul, die haben keinen Bock, sich auf der Turnierseite anzumelden, denn darüber zu bezahlen. Damals war es halt viel, viel leichter. Einfach über PayPal, tack, 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 du bist dabei. Und mir blieb halt keine andere Möglichkeit damals, ja. Weil hätte ich das weiter mit meinem PayPal gemacht, hätte ich dicke, dicke Probleme bekommen. Dicke, dicke, also wirklich krass dicke Probleme. Okay, weil du übertreibst langsam, du schreibst jetzt zum 6. Mal, ich hab die Cup letztes Jahr gefühlt. Okay, okay, mein Bester, okay, okay. Schreib das bitte nochmal rein. Trotzdem muss man sagen, dass Blacky Cups Start zum Kampf. Ich kann nicht mehr lesen. Er hat sie halt gefühlt. Okay. Ja, Bruder, ich kann verstehen, wenn man es einmal, zweimal, dreimal, alles schön und gut, Digga. Aber vier, fünfmal, okay, ich komme mir doch blöd vor dann irgendwann. Aber alles gut, Digga, ehrlich, alles gut. Ist halt ehrlich so. Es gibt halt so viele Free Cups, es gibt so viele Turnierveranstalter jetzt. Weil die gesehen haben, okay, hey, es läuft, krass, man kann, ohne mich selber zu pushen, ne, kann ich sagen, Digga, ich habe damals diese Turniere veranstaltet, wo FIFA 19 war, da hatte das niemand gemacht, niemand hat das gemacht, also die ich kenne. Und mittlerweile macht jeder 5. gefühlt so Turniere. Man muss halt so sehen, das Turniere zu machen ist halt geil, Digga, ist wirklich nice, aber
Wenn das jeder macht, ist halt klar, dass Leute manchmal auch woanders mitspielen. Dadurch wird es halt weniger. Die Note oder Mbappé. Nicht nur du, wenn ich. Was soll ich machen, ja? Feier halt mehr Turniere mit Gruppenphase. Das stimmt. Turniere mit Gruppenphase finde ich auch geil. Deswegen ist ja jede zwei Wochen ein 1.000-Euro-Turnier mit Gruppenphase und K.O. Egal, die letzten Jahre cooler. Egal, das letzte Jahr cooler war. Du hast uns Turniere wieder zurückgebracht. Ist gut, Digga. Ich weiß doch selber, dass die Turniere mit PayPal, mit meinem eigenen PayPal, fast besetzt waren. Es gab Monate durchgehend. Ich hatte wirklich durchgehend Monate halt die Teilnehmer so, ne? Aber irgendwann muss man auch an diese ganzen steuerlichen Sachen denken. Denkt ihr so? Ich sag mal so: PayPal bekommt jeden Tag 1200 Euro und sehen die auf mein Konto. Jeden Tag 1200 Euro. Und jeden Tag gehen auch wieder Summen raus. Also es kommen Summen und direkt wieder raus. Dann denken die sich doch auch irgendwann, okay, was macht der Junge? Das ist doch nicht normal so, ne? Und dann muss ich halt erstmal selber erklären, was ich mache und so. Hab alles gemacht und so. Die haben es auch dann verstanden. Das war halt ein entspanntes Gespräch. Aber hätte ich die weitergemacht zu dem Zeitpunkt, also noch immer gemacht, dann wäre ich komplett, das wäre komplett Knockout für mich, ne? Das sind immer Summen, Digga, man unterschätzt das, wie viel Geld da im Umlauf ist. Summen kommen und gehen, aber er hat mehr gefühlt, ey, alles gut, wirklich. Was wäre, wenn du eine Firma dafür gegründet hättest, dann, Digga, guck mal, ich könnte das machen, so, ne? Warte mal, Bonanno! Man könnte eine Firma gründen, aber du musst so sehen, da müssten die Leute statt 5 Euro, 6 Euro zahlen wegen diesen 19% und die Arbeit würde trotzdem an meinen Mods und mir bleiben, weil ich müsste immer die Leute eintragen und meine Mods haben mir immer geholfen, die Ergebnisse zu bestätigen und so weiter, ne? Das war halt das Ding, was ich halt jeden... Das war halt so eine Sache, ich erleichtere den Mods quasi diese scheiß Arbeit. Das war halt echt kacke. Und ich muss halt selber nicht mehr diese ganzen Leute eintragen. Könntest du den beiden auch mal ein bisschen anheben, dann geht's schon gleich um. Ja, kann man machen, aber... Zwar, ich hab immer so die Cups gemacht, ja. Machen weniger mit, das kann auch sein. Deswegen einfach nichts ändern, Digga. Ich bin ja zufrieden. Ich bin echt zufrieden. Ich bin froh, dass die Cups trotz dessen so viele Leute die Cups veranstalten, immer noch gut läuft. Weil ich glaube, was ich auch sehr gut finde, ist, die Leute haben, jetzt oft dumm gesagt, respektiert, so dass ich meine Cups immer um 22 Uhr mache oder 23 Uhr, je nachdem. Und da macht auch wirklich niemand so Cups, sagen wir es mal so. Was vormittags, nachmittags, eigentlich ist mir das ist ja egal, da machen die halt ihre Cups. Aber ich finde es halt cool, dass Leute sagen, okay, hey, ich mache jetzt nicht so einen auf den, mach die Cups genau um 20 Uhr wie Blackie, nimm seine Teilnehmer quasi. Das finde ich halt cool, dass Leute auch sehen und sagen, okay, der macht seine Cups eh mal da, macht keinen Sinn. Hey, König, thanks bro for the 200 Bits. Thank you, man. Weil 50 Euro Buy-in, dann sind, Digga, du darfst maximal 2,5k machen. Maximal, ich glaube, 2000 oder 2,5k darfst du machen. Weil das von EA nicht erlaubt ist. Bonanno! 2k darfst du halt machen, ne? Lecky, eine Frau von Gelsenkirchen für mich. Eine Frau von Gelsenkirchen, was meint sie denn? Kann irgendwie sein Offline-Cups doch
Eli bei seinem Aufbau. Eli hat doch die Lizenz bekommen. Warte mal, Bonanno! Aha! Bonanno 3-1. Eli hat doch die Lizenz von EA persönlich bekommen, dass er Turniere machen darf, so. So Offline-Turniere. Mit hohen Preisgeldern. Und um diese Lizenz zu bekommen, Digga. Vergiss mal. Das Lost 1-0. Okay. Abu! Bonanno besiegt Anders und Levi. Das ist krass. Bonanno ist echt ein guter FIFA-Spieler, Mann. Die Lizenz musst du. Digga, Lizenz. Ich will gar nicht wissen, was er dafür alles machen musste, ne? Also, eine richtige Lizenz zu bekommen, ist ja auch schon quasi wie diese. Ich will nichts Falsches sagen, aber hat nicht Snoop Dogg sich eine Lizenz gekauft, dass er überall, wo er ist, Gras rauchen darf? Ich habe irgendwas mal gelesen, kann auch sein, dass es falsch war, aber so eine Lizenz kostet ja auch Geld, ne? Und ich weiß nicht, was sowas kostet, ne? Das wäre schon krass. Mach einen EDX-Click. Kann man machen, Digga, aber kein Plan, was in den Land kommt dazu. Ey, DX, thanks, Bro. GG's, man. Er hat doch nur für einen Hub-Lizenz bekommen. Digga, wenn du die Lizenz von EA bekommst, dann bekommst du doch schon für einen Hub, Digga. Du zahlst doch eine Menge Geld, damit du die Lizenz bekommst, dann hast du schon einen Hub. Jungs, schreibt mal GG's rein. Was ist los hier? Schreibt mal GG's rein. Aber was war das für ein Tor? Hey, Juju, thank you.